Hey ihr Nacktflitzer, willkommen zurück zu Die Young. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe jetzt letztes Mal den Bullenschlüssel bekommen. Also nicht jetzt irgendwie das unschöne Wort für Polizisten, nein, den Bullenschlüssel mit dem Bullenkopf, mit den zwei Hörnern drauf und so weiter. Und wir wollen mal schauen, ob der Schlüssel jetzt nicht den armen Kerl aus dem Wachturm hier oben befreit, weil da ist auch ein riesiger Bullenkopf drauf. Um ehrlich zu sein, weiß ich es auch nicht mehr genau. Oh, da ist ein Füchschen. Sorry, Füchschen. Ich muss leider dran glauben. Ah, nicht mehr schlagen, bitte. Höchstchen, warte kurz. Ich muss dir was sagen. Oh. Sorry, Füchschen. Oh, das Messer ist gleich schon wieder kaputt, was ich mir jetzt gebaut hatte. Aber man braucht halt ständig Zeug hier, ne? Ständig brauchst du Zeug. Ist das eine Ziege? Ja. Ich dachte schon, das wäre ein Hund. Hunde, böse. Ziegen... auch, aber die sind nicht so aggressiv. Ich meine, habt ihr schon mal die Augen von Ziegen angesehen? Natürlich sind die böse. Hallo? Das ist der Satan. Nein. Ich finde Ziegen cool. Bäh. Bäh. Okay. Der arme Kerl, der ist bestimmt schon ganz verrückt geworden da drin. Ich meine, wie lange ist der jetzt eingesperrt? Ewigkeiten schon. Ewigkeiten. So, wir sammeln auf dem Weg noch ein paar Pflanzen ein. Ich habe leider keine weißen Blumen mehr gefunden bisher. Weil mit denen kann ich mir ein stärkeres Heilmittel herstellen, dieses... Wie heißt das Zeug? Comfrey. Kein Comfrey für uns bisher. Und lag hier nicht noch was rum, was ich nicht sammeln konnte letztes Mal? Doch, da ist noch ein Binding, seht mal. Ha! Kann ich mir jetzt wieder was bauen? Oh nein, mir fehlt noch ein... Eine Schnur fehlt mir noch. Schade. Ich weiß auch nicht, ob da drinnen was war oder ob das oben... Ah, einen Stock nehmen wir mal mit. Ob das oben lag. Wir gucken mal, ob wir den armen... Oh! Oh nein! I'm sorry. I haven't found the keys yet. Please don't be long. You're my only hope. Ja, du armer Kerl. I have to go now. Please, don't forget about me. Oh nein, das arme Schwein, die Schlüssel waren doch nicht dafür. Oh Mann. Ich dachte, ich kann ihn jetzt befreien aus seiner Lage hier, aber... Oh nee, warte mal, das liegt irgendwo da oben, glaube ich, das Zeug noch. Wollte ich mir jetzt nicht. Nur für den Notfall, wenn es doch nochmal was... so einen kleinen Engpass geben sollte. Ja, dann laufe ich jetzt nochmal zurück zum Männer. Zum Männerfarm. Au. Auf dem Weg können wir ein paar Blümchen noch sammeln, das ist ja ganz cool. Oh, Füchschen. Sorry, aber ich muss leider die Füchse immer erledigen, weil ich brauche die Felle. Sorry, Füchschen. Nicht so weit rennen, bitte. Jetzt kriege ich dich nicht mehr. Einfach nochmal draufschlagen. Oh Gott, ich habe das Brecheisen automatisch. Oh nein. Jetzt mein Messer kaputt, aber ich habe 7 Felle. Immerhin. Oh, es tut mir so ein bisschen weh, ne, dass ich die Füchse hauen muss. Aber ja, Hunde sind halt echt zu stark und Ziegen sind auch zu stark. Und dann mache ich alles nur an Werkzeugen kaputt. Aber das Brecheisen hat ganz schön Wumms, habe ich gerade gemerkt. Eieiei. Das war übrigens... Oh, jetzt habe ich die voll. Das war übrigens ein großer Kritikpunkt bei vielen, dass die Sachen... so schnell, übertrieben schnell kaputt gehen einfach. Das finde ich übrigens auch. Also klar, ist totaler Quatsch, dass man ein Messer hat und damit schneidet man irgendwas und dann ist es auf einmal kaputt einfach so. Das gibt's ja nicht, ne? Also hier jetzt schon, aber in Wirklichkeit, oder auch so ein Brecheisen, das geht man nicht eben kaputt, weil man damit irgendwas aufbricht. Ich meine, das ist gehärteter Stahl, der ist, den kriegst du gar nicht kaputt. Also egal was du machst, du kriegst das Ding nicht kaputt. Vielleicht so ein Makeshift-Ding hier, was man dann selber zusammengezimmert hat. Aber ja gut, das ist jetzt halt nur so kleinkariertes Denken, dass man sagt, das muss so sein. Es macht ja auch Sinn im Spiel selbst. Ich meine, wer von euch vielleicht Zelda Breath of the Wild kennt, da ist es genauso mit den Waffen. Die gehen nach einer sehr kurzen Zeit schon kaputt. Ist für mich eigentlich der einzige Kritikpunkt, aber es macht halt auch Sinn, weil man ständig was Neues findet. So, aber genug davon jetzt. Weil für mich ist das jetzt hier eigentlich kein Kritikpunkt.
ist halt alles so ein bisschen billig, das Zeug. Einfach schlechte Werkzeuge. Aus Graphit und nicht aus gehärtetem Eisen. Ah, er ist immer noch nicht wieder aufgetaucht, der Typ. Seltsam, seltsam. So, lala. Ich weiß ja gar nicht, ob die Pflanzen hier im Botanikum nachwachsen. Im Gewächshaus. Ich glaube, hier war Comfrey, das weiße Zeug. The white stuff. Ne, ist nichts nachgewachsen. Oh, ich feiere die Musik so. Das gefällt mir so gut. Alles klar, dann gehen wir zurück zum Lager. Also, nicht Lager, ihr wisst schon. Coastal Tower. Bäm, 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 bäm. Hat so ein bisschen was God of War-mäßiges an sich, so griechisch, dieses Geklimper da. Finde ich schön. Ich frage mich auch, habe ich hier im Manor alles gefunden? Habe ich da die ganzen Türen geöffnet? Mit dem Schlüssel, den ich ja bekommen hatte? Ist ja auch ein bisschen ärgerlich für die Leute jetzt hier, was ich sehr lustig finde. Ich habe die ganze Schlüssel einstecken und jetzt kommt nirgendwo jemand mehr rein oder beziehungsweise kann das mehr abschließen, weil ich die alle eingesackt habe. Warte mal, hier unten war doch auch noch was ich nicht... Das war das Problem. Ich glaube nämlich, es wird nichts großartig aufgefüllt von wegen Stoffen und Metalle. Ja, seht ihr, wenn ich die jetzt nicht einsammle, dann fehlt es mir vielleicht später beim Craften. Und deswegen habe ich ja schon gesagt, konnte ich dann die Beta auch irgendwann nicht mehr weiterspielen oder halt die neuen Rezepte ausprobieren, weil halt schlichtweg keine Schnüre mehr da waren oder kein Holz, das ich benutzen konnte. Ist echt total blemblem, aber so war es halt. Weil ich habe schon alles verbaut, weil ich die ganze Zeit noch weiter rumgerannt bin und Gegner gekillt habe. Naja. Ah, das war der. At last. Now it's time to head for the High Tower. Perhaps my friends are there. Und der Hightower ist nicht der von der Police Academy. Den sieht man eigentlich schon von hier aus ziemlich gut. Gleich. Da, das ist der Hightower. Habt ihr gesehen, wie schön das eben nachträglich scharf gezogen hat, als ich drauf geschaut habe? Voll cool. Oh. Und da sitzt jemand. Aber der ist nicht feindlich. Der ist überhaupt nichts. Doch, ich kann mit ihm reden. Mein Gott, sie versuchen mich zu töten, oder... Ja, sie versuchen mich zu töten. Oh mein Gott, please. They're trying to kill me. Easy now, calm down. You're safe here. This is a place of tranquility. We don't want other unpleasant events to occur. Okay, er sagt, er ist harmlos. Das hier ist so ein Ort der... der Transzendenz, sozusagen. Also, hier ist alles friedlich. Und hier werden keine unschönen Ereignisse stattfinden. Was meinen Sie damit, unschöne Ereignisse? What do you mean, unpleasant events? I heard that the other day one of you was bustling about near the manhole at the irrigation canal. Was that you, by any chance? Aha. Also irgendjemand hat was in so einem, ja, in so einem Kanal, in so einem Loch gemacht. Ob ich das war, fragt er. Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wovon du redest. I don't know what you're talking about. If you don't know what I'm talking about, then don't worry. It doesn't concern you. Okay, er sagt, wenn ich nicht weiß, wovon er redet, dann soll's mich nicht bekümmern. Ja, verarschst du mich? Was ist denn hier los? Are you kidding me? What's going on here? Don't be influenced by what you've seen so far. It's all a necessary evil. I assure you that on this island there is much more than meets the eye. Ja, er sagt, das ist alles nur notwendiges Übel, was hier geschieht. Und auf der Insel gibt es mehr, als das bloße Auge sehen kann. Ja, hier sind überall Leichen. There are corpses everywhere. The corpses are only collateral damage. You're unable to understand this in your present state of being. Wow. Er sagt, das ist halt, ja, ist einfach Kollateralschaden, also das passiert halt nebenbei so. Und in meinem jetzigen Zustand kann ich das nicht verstehen. Notwendiges Übel, ich war lebendig begraben. Necessary evil? I was buried alive. See, the cup is half full. You're alive. And you find yourself in a place where you can obtain true freedom. Ich soll es so sehen, dass, als wäre das Glas halb voll, weil ich wurde zwar lebendig begraben, aber ich bin jetzt an einem Ort, wo ich die wahre Freiheit finden kann. Ja, ich weiß genug darüber. I know enough about it.
Was ist das hier für ein Ort? What is this place? This is an island where those who have decided to cast away their old life take refuge. That life made up of ephemeral things, where there's a continuity of unhappiness that you don't realize thanks to the brainwashing of the media. Here, on the other hand, we are safe and immune from control of the masses. Ja, er sagt, das hier ist so eine Art Refugium, so ein Zufluchtsort für Leute, die immer unglücklich waren. Und die wussten das eben nicht, weil die Medien das unterdrückt hatten und ihnen eingeredet haben, sie wären glücklich. Aber hier erlangt man die Klarheit. Und wer bist du? Who are you? On this island, I'm a humble farmer who works for his daily bread, free from the corruption of modern society, free from the craving for money that gripped me in the past, free from the thirst for meaningless pleasures that consumed me. Here, I feel fulfilled and at peace with myself. Here, I've become a new man. Ja, hört sich an, als wäre er Hirn gewaschen worden. Er sagte, er ist einfach nur ein frommer Farmer, der für sein täglich Brot arbeitet und hier kann er einfach frei sein und so leben, wie er möchte. Und wer warst du bevor der ganzen Sache hier? Who were you before? I was a broker once. The kind of guy who didn't look anybody in the face. I drove a lot of people out of business with my dealings, you know? But for what purpose? A life overladen with work, in which I didn't have a minute for myself. My only interest was accumulating more money. Money with which I was attempting to fill the void that I felt inside. But here, life is different. Ja, er war früher ein Broker an der Börse und hat viele Leute das Geschäft ums Geschäft gebracht. Das Einzige, was ihn interessiert hat, war Geld, um die Leere in sich selbst zu füllen. Ja. Gibt's hier jemanden, der mich hier rausbringen kann? Is there anyone who can bring me out of here? Strangers are unwelcome to most of us. Be careful, because not all the other island dwellers are friendly as I am. Think carefully before approaching somebody. You never know how they might react. Ja, also wir sollen aufpassen, denn nicht jeder ist so freundlich wie er. Manche könnten anders reagieren und uns vielleicht sogar angreifen. Ich gehe da mal lieber. I better go. I advise you to tread carefully. This island is full of dangers for you foreigners. Das musst du mir nicht sagen. Er sagt, hier ist alles voller Gefahren. Der Olivenhain. Ja, ich sollte meinen Weg auf die Spitze finden und nicht in den Tod stürzen. Okay, da sind überall Leute hier. Sehen wir, die klettern auf die Leitern rauf. Und offensichtlich sind es halt Farmer einfach. Also ganz friedliche Leute. Na gut, wer weiß, wie lange das so friedlich bleibt hier. Und ich habe auf jeden Fall noch die Aufgabe, dass ich runter in die Kanalisation klettern soll. Und hier liegt noch überall Zeug. Oh, hallo. Nur reden die nicht mit mir, so wie er. Ja, die nehmen das hier wohl ziemlich ernst mit diesem ruhigen Leben. In Frieden und Abgeschiedenheit. Oh, ich kann mir da was Neues bauen. Was mache ich mir denn? Ich glaube, ich mache mir einen neuen Belt. Und dann mache ich mir wieder einen Rucksack, wenn ich genug habe, oder? Rucksack. Es gibt später noch mehr Sachen. Machen wir erstmal so ein Utility Belt. Sehr gut. Je mehr man aufsammeln kann, desto besser. Dann habe ich immer Rohstoffe, um was zu basteln. Na, kann ich mit dir reden? Nee. Oh, Füchschen. Nein, ich lass dich. Diesmal lasse ich dich in Ruhe. Ja, man sollte gar nicht glauben, wie selten hier so kleine Holzbündel sind auf dem Boden. Also, ja gut, jetzt kann ich halt noch das Lagerfeuer nicht, aber wenn ich es bauen kann, dann geht das wahrscheinlich alles sehr schnell wieder weg. Das Lagerfeuer ist super praktisch, ist quasi so ein Quick-Save. Und soweit ich mich erinnern kann, bleibt es auch liegen, wenn ich es einmal gebaut habe. Also immer. Das geht dann gar nicht mehr verloren. Oh, und seht mal, da ist noch ein Haus. Da sehen wir uns auch nochmal drin um. Wow. Auch wenn ich jetzt hier vermeintlich sicher bin, sollte ich doch nicht irgendwo irgendwelche Kanten runterspringen. Könnte wehtun. Und immer schon umgucken, ob hier nicht doch jemand ist, der böse auf uns ist. Wer weiß, vielleicht haben sie irgendwelche Wachhunde abgestellt, die Fremde angreifen. Weil mir sieht es auch nicht so ganz humble hier aus, als ob die da so ein schönes Leben haben. Ich meine, es könnte auch ebenso gut unter Zwang alles sein, wie so Sklaven. Und der Typ ist nur der Sklavenvorsteher da. Ich meine, der sitzt die ganze Zeit rum und macht nichts. Ne? Die anderen sind alle am Schuften.
Essen die hier nur Oliven? Ist auch wieder so eine Sache. Kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Hatte der gerade eine Waffe in der Hand? Man weiß es nicht. Immer vorsichtig. Nehmen wir einen Stock mit. Das war ein Fuchs, hoffe ich. Da sieht man hier einen ziemlich guten Blick auf die Metallteile, also auf diesen Metallapparat da vorne. Was auch immer das sein soll, dieser Turm. Der wird ja, also allem Anschein nach wurde nach dieser komischen Festung da gebaut. Nach dem Gate Tower. Hallo. Ja, pflück mal schön die Oliven. X. X gonna give it to ya. He gonna give it to ya. X gonna give it to ya. Okay. So, da wollen wir mal sehen. Was haben wir denn? Das Haus. Sieht aus wie so eine Arbeiterbaracke. Und schon wieder dieser Stierkopf. Das ist ja kein. Ist das ein Stier oder ist das mehr so ein. Oh, ein Brot. Ein Bread. Oh, Ei und Würstchen. Warum wie das denn her? Ich habe hier keine Hühner gesehen. Oh, dann haben wir da noch was. Warnung. Das Slice-Tor beim Wasserfall. Oh, ist nicht mehr benutzbar. Es ist streng verboten, das Tor zu benutzen, bis die Reparaturen durchgeführt wurden. Oh, der Typ, der hat mich jetzt einfach mal komplett ignoriert. Ich kann hier alles ausräumen. Oh, das ist leider abgeschlossen. Handschuhe! Leute, Handschuhe! Da ist zwar wieder dieser Stier drauf, das Symbol, aber... Was haben wir denn hier? Ich habe den Schlüssel zu meinem Spind verloren, während ich in der Nähe des Kanals gearbeitet habe. Hat ihn jemand gefunden? Bitte, wenn ihr ihn gefunden habt, bringt ihr ihn zu mir. Danke, Manuela. Aha, der Schlüssel für den Spind und da sind die Handschuhe drin. Na, Handschuhe können wir auf jeden Fall gebrauchen, oder? Ich meine, wenn man den ganzen Tag hier irgendwelche rauen Felsen umklammert zum Klettern, dann ist das doch optimal für solche zarten Händchen wie unsere. Also, wer es nicht weiß, also jetzt war ich halt noch nicht schon lange nicht mehr klettern, aber das ist schon ganz schön anstrengend. Das geht ganz schön auf die Hände, vor allem zerschrappt man die sich da schon mal ganz schön. Und ich meine jetzt nicht das normale Climbing, sondern wirklich, also nicht so Climbing an so Kletterwänden, sondern wirklich in der freien Natur so ein bisschen rumklettern. Da hast du dir ganz schön die Hände aufgerissen an allen möglichen scharfen Steinen. Oh, ah, aber gut, dass ich ein Brecheisen dabei habe. Ah, ach, hold. Alles klar. Was haben wir hier? Oh, da kann ich den drainen. Das ist not budging. Seems I have to block the canal's waterflow first. Wie mache ich das denn? Ach, ich glaube, ich habe die Idee. Ich muss dazu erst nochmal woanders hin. Sie ist ja dieses Slice Gate. Ah, das ist auch wieder Stoff. Das muss ja auch in der Nähe sein. Ich will erst nochmal ein bisschen nach Zeug gucken. Achtung. Schön abgerollt bzw. abgefangen. Immer ducken drücken, wenn ihr runterfallt. Auch in echt. So. Jetzt habe ich wieder genug. Und mach mir einen Rucksack, oder? Ja, ich habe halt alles. Also 1, 2, 3, 4, 5, dann habe ich alle. Andererseits, soll ich mir das nicht vielleicht mal aufsparen jetzt? Ich mache mir erst nochmal ein Toolbelt. Der muss ja auch irgendwann mal final sein, oder? Dass ich alles dann komplett gebaut habe. Tja, frag mich, wann das mal so ist. Oh, und seht mal, hier geht schon wieder raus aus dem Olivenhain. Olive Grove. Das trockene Flussbett. Trockene. Der Brümmertat ist so durch. Ist auch nichts mehr, außer fixiert. Wäre schön, wenn hier irgendwo mal ein paar Messer rumliegen würden. Die arbeiten noch nicht alle nur mit Händen, oder? Achtet mal auf das Detail jetzt, so die Vignette, wenn ich keine Ausdauer mehr habe. Dieser schwarze Rand am Bild, der wird immer größer. Ich würde wahrscheinlich nach 10 Metern schon so aussehen. Alles sehr unrealistisch hier, was meine Verhältnisse angeht. Nein, Spaß.
Okay, okay, okay. Noch ein bisschen Holz. Wow. Oh mein Gott, wo kam der denn hergesprungen? Ah, bin ich eher erschrocken. Meine Güte. Ich bin nicht auf Jumpscares vorbereitet. Ah, oh, seht mal hier. Locked with a chain. Ah. Der hält mich doch nicht auf. Klang. Sehr geil. Der Bergpass. Oh, Comfrey. Jetzt kann ich mir das gute Zeug bauen. An Heilung. Brauche ich halt über zwei Stück, aber gibt es ja einiges hier. Frag mal Comfrey. So, haben wir denn hier, hä? Huh? Vielleicht ist irgendwas auf der anderen Seite des Wasserfalls. Kann ich das zudrehen hier? Das ist ja der Wasserlauf, den wir stoppen müssen. Hieß es ja. Kann ich die bellen? Nein. Wäre lustig, wenn ich die auch noch verwursten könnte zu irgendwas. Ah, doch, hier. Gut, dass ich einen Schraubenschlüssel dabei habe. Und? Ja. Ups, ich glaube, jetzt ist es kaputt. Lalala, das waren wir nicht. Das war schon kaputt. Okay, drain the pit. Das haben wir. Ich weiß ja nicht, ob die das so cool finden, dass wir das getan haben. Aber schaut mal hier. Oh, erstmal ein Stückchen Wasser, frisch vom Wasserfall. Und wir haben noch einen Schacht gefunden. Ist es nicht cool? Jetzt haben wir schon den 5. Mountain Pass. Und wir legen mal was in die Box. Das legen wir weg. Das Essen brauchen wir ja nicht wirklich oft. Wir haben so viel Beeren. Wir sind wie so ein kleines Vögelchen. Wir fressen alles an Beeren, was wir finden. Und schon geht es uns wieder gut und wir sind quietschfidel. Und beschweren uns über so ein paar Leichen. Hallo? Komm ich hier nicht rauf? Vielleicht mit Ducken erstmal. War der Sif-Pool irgendwie, oder? Oh Leute, ich bin so gespannt. Neue Handschuhe. Ich freue mich. Ich freue mich, wie man sich über so kleine Sachen freuen kann, wie Handschuhe. The Olive Grove. Das ist immer so dünn, 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 dünn. Als würde jetzt gerade der Killer kommen in so einem Slasher-Film. Als würde jetzt gerade Michael Myers um die Ecke kommen und Freddy und die tanzen zusammen Polka. So, wo war jetzt der Goodie? Da. Au, hab mich abgerollt. Der war... Oh nein, das ist schon das Flussbett. Da sollte ich jetzt noch nicht runter, weil da komme ich, glaube ich, ganz schwer wieder raus. Oh. Gelb. Noch mehr Bärchen fürs Vögelchen. Oh, beinahe wäre ich da runtergestürzt. Ach, da oben ist es. Aber lag hier nicht noch was? Nein. Ich sage, die Schnüre, das ist echt ein Problem. Also, das war auch das Ding, warum ich nicht mehr weiterspielen konnte. So, drain the pit. Hoppala. Ja, wie wir gehört haben, da ist schon jemand unten gewesen. Oh, und der ist schon tot. Oh, der ist aber ganz schön aufgequollen. Alter, ist das ekelhaft. Terrible hiding place. Unless you're a sponge named Bob. In so einer Situation macht sie noch Witze. Ja, ich habe ein Messer gefunden übrigens. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Der war auch hier gefangen, seht ihr? Hier unten ist noch ein Fragezeichen. Ein riesiger Leuchtturm. Das ist übrigens das Coastal House. Ja, man sieht es jetzt nicht, weil ich glaube, ich die Maus... Man sieht die Maus nicht. Also ganz im Süden, so Südosten, das ist das Coastal House. Und darunter ist dann der Leuchtturm. Und darunter nochmal ein riesiges Fragezeichen. Und noch ein Dokument. Military Dog Tag. McRyan. Aha. Aber nicht der Schlüssel. Wo ist denn der Schlüssel jetzt von ihrem Spind? Sie hat doch gesagt, sie hat ihn irgendwo am Drain verloren, oder nicht? Ach, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Nochmal, ich lese nochmal dieses Child's Drawing Report Canteen Worker, I'm alive. Incident. Nee, cleaning 12 hours ago. Lost key. I lost the key to my locker while working near the channel downstream. Did anybody find it? Please, if you did, bring it to me. Thanks. Channel downstream, das ist doch hier der da, der Kanal. Wo hast du denn den Schlüssel verloren? Hier vielleicht?
Irgendwo muss der Schlüssel liegen, Leute. Vielleicht sogar hier unten. Oder vielleicht ist er ja hier. Oh ne, das wäre blöd, wenn er jetzt hier reingerutscht ist ins Meer. Hup. Dann ist er weg. Dann ist er weg, der Schlüssel. Habe ich die Befürchtung. Channel Downstream. Oder vielleicht hier, als sie hier gearbeitet hat. Manuela. Hier irgendwo. Oh, ich habe den Schlüssel. Ja, sehr gut. Ich wusste jetzt wirklich nicht, wo der Schlüssel ist. Der ist neu gewesen. Der war nicht in der Beta drin. X gonna give it to ya. Here we go to bop. Here we go to bow. Here we go to bop. Roll, let it go. Ja. Ist ja schon gut. X gonna give it. So. Oh, Stoff. Ah, das ist der Kanal, da komme ich nicht drauf. Oh Leute, super, super, super. Kletterhandschuhe, die sind mehr wert, als man denken mag. Beziehungsweise einfach Arbeitshandschuhe. Weil es gibt so ein paar Stellen, da wird es sehr, sehr knapp mit der Kletterei. Weil man wirklich überhaupt keine Ausdauer mehr hat. Und nicht, weil ich die ganze Zeit rumrenne. Sondern weil ich bestimmt so 5 Minuten an der Wand hänge gefühlt. Und ja, so können wir vielleicht einfach länger zugreifen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht können wir die auch jetzt abgeben und kriegen dadurch ein paar Bonuspunkte bei den Arbeitern, aber das wäre ja Quatsch. Das interessiert mich doch nicht. Da liegt noch ein bisschen ein Lappen. Oh, was macht das jetzt? Excellent sturdy grip on tools. Reduced stamina loss. Melee fighting, not suitable for climbing. Ach, schade. Schade. Nee, das geht also schon mal nicht. So, seht ihr? Brauche ich 2 Comfrey und 2 Lavendel. Braucht das jetzt einen Platz oder 2, ist die Frage. 2 Plätze. Also, die stapeln nicht leider. Should mal find my way to the peak. Da ist das Dry Riverbed. Da ist auch noch ein Tunnel, aber den habe ich noch gar nicht gefunden. Na sowas. Na sowas. So, machen wir noch ein paar Drainagen. Beziehungsweise Kompressen, nicht Drainage. So. Perfekt. Und wir haben noch den Locker-Key. Oh Leute, ist das schön! Ich habe Handschuhe. Die verbrauchen jetzt weniger Ausdauer beim Zuschlagen. Das ist ja schon mal was, ne? Hoffen wir, dass Manuela uns hier nicht sieht. Ach, Manuela. Die bekommt jetzt schwierige Hände. Und wahrscheinlich sogar richtig Ärger, wenn sie die Handschuhe nicht mehr findet. Wer weiß, was die hier ausgeben an Handschuhen und ob es dann Hauer gibt dafür oder sogar harte Bestrafungen. Ach ja, mache ich mir jetzt keine Gedanken drum. Lalala. So, ich kann glaube ich wieder in den Rucksack. Nee, ach, es war nur 1. Dachte ich jetzt schon 2 Bindings. X, X, X. Okay. Ist hier noch was? Nee. Ein Bärchen für unterwegs. Ist eigentlich ganz angenehm. Man kommt ziemlich gut durch die Gebiete durch und muss auch eigentlich nicht mehr zurück. Dry River Bait. So. Da war doch was. Nee? Okay. Oh, die Geräusche. Hier ist wieder irgendwas Böses im Gange. Was haben wir denn? Ja, das Dry River Bait. Kann ich wieder speichern. Aber Leute, ich mache ja schon mal Schluss. Das war es für den Part. Ich hoffe, ihr habt Spaß weiterhin mit mir und dem Spiel. Ich werde mir hier noch ein paar Heilungen machen, 3 Stück. Dann habe ich wieder Platz für die Marigolds. Lasst mich auf jeden Fall wissen, indem ihr mir Likes und Kommentare gebt. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid bei Dayang. Und bis dahin sage ich Tschüss. Macht's gut.